deutschdoco.de Hörverstehen. Ein Einbrecher, ein Handy und ein Ladekabel. In der Kölner Innenstadt fand ein 25-jähriger Einbrecher die perfekte Erdgeschosswohnung. Das Fenster war gekippt und die Bewohnerin war gerade in der Stadt unterwegs. In nur wenigen Sekunden war er in der Wohnung. Drinnen schaute er auf sein Handy und merkte, dass sein Akku fast leer war. Da er sein Ladekabel dabei hatte, steckte er es sofort in die Steckdose, um sein Handy aufzuladen. Dann durchsuchte er alles, stahl eine Kreditkarte und verschwand. Als die Frau zurückkam, bemerkte sie den Einbruch und alarmierte über den Notruf 110 die Polizei. Kurz darauf bekam die Frau noch einmal Besuch. Der Einbrecher klopfte heftig von außen gegen das Fenster und rief: "Mein Handy liegt noch in der Wohnung." Tatsächlich lag auf dem Tisch ein weißes Handy mit Ladekabel, das nicht der Bewohnerin gehörte. Der vergessliche Einbrecher wurde schnell gefasst. Er ist polizeibekannt.